select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Endstand zwischen dem SHB und der GmbH 0:1. Nikolai, das war wahrscheinlich zu wenig. Ihr seht es wahrscheinlich genauso. Ja, kannst du mehr zum Spiel sagen? Ja, ich denke, wir sind am Anfang eigentlich ordentlich reingekommen, haben dann auch vielleicht ein, zwei Nadelstiche noch nach vorne gesetzt. Ich denke, wenn wir die setzen, geht es vielleicht anders da aus, aber danach fand ich, hatten wir eine Phase, vielleicht dann ab der 20. Minute oder 15. Minute bis Ende der Halbzeit, also ersten Halbzeit, wo wir es halt einfach schlecht machen, nicht kompakt stehen, keinen Zugriff mehr haben. Und ich denke, da können wir froh sein, dass wir dann nicht noch das 2-0 kriegen fast sogar. Dann zweite Halbzeit wurde es ein bisschen unübersichtlicher, aber allgemein war es zu wenig einfach. Ja, wo ist der Wurm drin? Ich meine, wenn man so weitermacht, wird man wahrscheinlich sicher absteigen, denken sich, denke ich mal, viele. Ja, wenn man so weitermacht, dann steigt man ab, auf jeden Fall, das ist klar. Ich denke, wir müssen jetzt halt mal auch ein ekliges Spiel gewinnen und ekliger werden in den Zweikämpfen. Ich denke, wenn man unten drin steht, geht es vielleicht oft mal nur so. Da ist vielleicht mit schönen Spielen nicht so viel. Ich denke, man hat es halt heute auch gesehen, dass wir uns im Spielaufbau nach vorne schwer getan haben, auch weil Göppingen hoch stand. Aber allgemein war es halt einfach zu wenig heute. Für dich hatte das Spiel dennoch eine besondere Bedeutung. Du bist heute als Kapitän aufgelaufen, zum ersten Mal, soviel ich weiß. Kannst du mehr zu dem Hintergrund sagen und einfach, ja, wie es dir heute damit gegangen ist? Ach, ich denke, das macht für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt oder allgemein, wer die Binde trägt. Ich denke, wir müssen alle Verantwortung tragen auf dem Platz. Wer da jetzt die Binde trägt, ist Nebensache. Der Robin Müller ist normalerweise Kapitän, saß ja heute draußen von Anfang an. Wer dann letztendlich für ihn übernimmt, spielt keine Rolle und hat für mich auch keine große Bedeutung eigentlich. Ja, was werdet ihr versuchen jetzt anzugreifen und wie geht's jetzt weiter? Nächster Gegner heißt der Badinger SC. Ja, ich denke, dort erwartet uns ein schweres Spiel, ein guter Gegner, auch spielstark. Wie gesagt, ich denke, wir müssen einfach giftiger in den Zweikämpfen werden, ein bisschen aktiver allgemein im Spiel und einfach kompakter stehen auch. Ich finde es auch immer schwierig, wir fangen uns halt in den ersten 30 Minuten meistens ein, zwei Tore. Da immer hinterher zu laufen, wenn du sowieso schon unten stehst, ist schwierig. Wie gesagt, ich denke, dranbleiben, unter der Woche hart arbeiten. Die Qualität ist meiner Meinung nach auf jeden Fall da in der Mannschaft. Und dann werden wir auch noch Punkte holen, bin ich überzeugt. Eine Frage möchte ich noch hinterher schieben. Du bist ja im Sommer dazugekommen, auch als Teil des Umbruches. Ja, wie denkst du, wie bist du jetzt im Verein angekommen? Ja, ich denke, im Verein bin ich gut angekommen. Wurde ich gut aufgenommen. Ich denke, so wie jeder andere Neue hier auch. Ist eigentlich ein angenehmes Klima. Klima wäre noch angenehmer, wenn die Punkte folgen würden, das ist klar. Ich denke, wenn die Punkte fehlen, dann wird es mit der Stimmung, dann ist die nie so gut. Aber allgemein ist ein herzlicher Verein, sehr familiär alles. Aber das müssen wir auch als Spieler mal zurückzahlen, weil die Betreuer und Verantwortlichen machen so viel für uns, dass es auch mal wichtig wäre, denen einfach was zurückzugeben. Nikolai, vielen Dank für das Interview und ja, viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.